Hallo meine guten Damen und Herren und willkommen zurück zu Edna bricht aus. Ja, Edna hat nicht mehr viel zu sagen, denn wir sind hier leider Gottes ein bisschen von der Quere gekommen. Ich muss los. Lass dich nicht aufhalten. Ja, wir sind halt hier jetzt ein bisschen schränkig. Getreten, sagen wir mal so. Wir haben hier übrigens unser Inventar die Hälfte verloren, da die ja unverlangt und so mit einfach alles, die Hälfte halt auch offen, ja, halt einfach nur fortgeschossen wurde und nichts da mehr, keine Ahnung, was los war. Wir haben auf jeden Fall fast nichts mit dem Inventar. Das ist erstens ein klitzekleines Problemchen. Nichtsdestotrotz, ich würde mal sagen, gehen wir mal weiter, denn wir haben hier sehr viel zu entdecken, sehr viel zu machen und ich habe gar keine Ahnung, warum hier. Scheint noch zu funktionieren. Dann schalte mal noch die Kindersicherung mal ein. Da will ich mal sehen, dass es funktioniert. Können wir das Ding nehmen? In der Gruppentherapie haben wir gelernt, am Unfallort nichts zu verändern. Stichwort Unfallrekonstruktion. Ah, hat auch was gelernt hier, ne, die gute Dame? Können wir nach oben gehen, in die Böschung oder zurück zur Böschung? Und nun, meine Freunde, kommt der gute Kerl wieder. Wir sehen uns gleich wieder. Dieser Screen hat tatsächlich gar keinen spielerischen Wert, also wir haben als Hotspots nur die Anstalt und den Mond, sonst eben die Ausgänge, die man halt auch in anderen Screens hätte zeigen können, in anderen Ansichten, aber ich hielt es für richtig, nochmal den Blick zurück auf die Anstalt, den Weg, den sie gekommen sind, der in der Cutscene ja mehr oder weniger übersprungen wurde, nochmal zu zeigen und auch nochmal Ednas Widerwillen zu zeigen, tatsächlich zur Anstalt zurückzugehen. Da kann sie jetzt quasi nach oben nochmal wettern, bevor sie sich dann umdreht und den Weg, die Straße talabwärts beschreitet. So, wie schon Pogi gesagt hat, wir schauen mal das Ganze hier an. Oh, man kann... Nein, dort bringen mich keine 10 HWs hin. Na gut, ich sehe gerade hier einen Weg. Können wir das immer noch so machen? Ja, logisch können wir das so machen. Wir haben hier Straße anstatt Mond. Na gut, dann mal der Mond. Ich werde ganz muggelig. Muggelig? In dem Sinne von Muggels? Also Nicht-Zauberer? Ja, keine Ahnung. Wenn ich interpretiere, ich werde völlig Falsches daraus. Ich will gar nicht wissen, was er jetzt macht. Und hier findet für den Alu-Mann endlich die Umwandlung statt, die wir uns ja auch selbst alle wünschen. Und zwar verwandelt er sich endlich in ein Lichtwesen. Wer wünscht sich es nicht? Vuka. In ein Lichtwesen. Na gut. Herrn Alu-Mann, bitte sehr. Wir nehmen mal das Wichtigste mit. Die Antidoxinenzmittel. Oh, Entschuldigung. Was? Brauchst du das Antioxidationsmittel etwa noch? Ja. Und wann bist du damit fertig? Wenn ich endlich von einem Blitz getroffen wurde. Sie wollen sich also von einem Blitz getroffen werden. Da kann man natürlich mithelfen, das Ding so. Guck mal, Alu. Ich habe da einen astreinen Poloschläger. Aha. Und weiter? Nichts? Eigentlich nichts weiter. Na dann. Wieso eigentlich? Buga! Warum Vuga? Ja, keine Ahnung mehr. Na gut, wir reden mal einen guten Alu-Mann. Eventuell wird er uns ein bisschen Sachen erzählen, wie es denn so schön weitergeht. Hallo Alu, alter Hund. Ach du heilige Mende, hast du den Unfall gut überstanden? Hast du den Unfall gut überstanden? Nicke, wucke, picke, backe, dicke, dacke, peng. Schön. Ich glaube, da hat der wirklich Unfall wirklich gut überstanden. Wicke, dacke, keine Ahnung, wie das man interpretieren soll daraus, aber ich glaube, er hat es überstanden. Was genau tust du da? Als wir diesen Unfall hatten und ich im hohen Bogen durch die Luft geschleudert wurde, da hatte ich eine Erleuchtung. Schuhe, die mitwachsen. Quatsch. Ich weiß endlich, wie ich mich in ein Energiewesen verwandeln kann. Wir haben alle dafür gebetet. Ich muss mich nur von einem Blitz treffen lassen. Ach so. Es sieht nicht so aus, als würde es heute noch gewittern. Wenn ich erst ein Energiewesen bin, kann ich es gewittern lassen, wann ich will.
Na gut, das heißt auf jeden Fall, du brauchst einen Blitz, um ein Energiewesen zu werden. Und danach kannst du Blitze erzeugen, aber um Blitze zu erzeugen, musst du zuerst von einem Blitz getroffen werden. Na gut, das hat ein bisschen Hinderlichkeiten drin, aber ist nicht weiter schlimm, oder? Ich glaube, du hast einen Schlüsselmeister. Oder hast du einen Schlüsselmeister gesehen? Das ist eigentlich die eigentliche Frage. Wo bleibt dieser Schlüsselmeister nur hin und liegen? Hast du den Schlüsselmeister gesehen? Der tut gut daran, sich nicht blicken zu lassen. Meine buddhistische Gesinnung verbietet mir natürlich jeden Groll. Aber ich glaube, Hoti und Moti sind recht wütend wegen des Unfalls. Die sahen mir eigentlich ganz versöhnt aus, wie sie da unten in der Limousine hockten. Sie wollen ihm sicher die Zunge rausreißen und die Wirbelsäule brechen. Moti spielt Karten. Und dann biegen sie ihm die Fußnägel nach oben. Und Hoti schmückt eine Zigarette. Und ziehen seine Haut mit einem rostigen Nagel von den Knochen. Gut, dass ich so ausgeglichen bin. Na gut, dass du ausgeglichen ist. Der hatte, glaube ich, ein paar Macken offen, aber eine Straßensperre. Woher wissen wir das denn? Eine Straßensperre blockiert den Weg. Ist es wirklich die Sperre, die den Weg blockiert? Ist es nicht vielleicht doch eher deine Einstellung? Nein, es ist die Straßensperre. Man kann sie sogar von hier aus sehen. Da drüben, das ist sie. Die haben wir noch nicht gesehen. Aber na gut. Was, leihst du mir das Antioxidationsmittel? Nein. Ich brauche es, um meine Leitfähigkeit zu steigern. Ach so. Wenn mich der Blitz getroffen hat, kannst du es haben. Na toll. Dann würde ich es doch eh bekommen. Besser. Ja, ist ja auch nicht so schlimm. Meinst du, die Schocktherapie lässt sich wieder umkehren? Interessanter Gedanke. Du meinst, man kann sich durch richtige Vorhersagen elektrisch aufladen? Was? Nein. Das meinte ich ganz und gar nicht. Was ich meinte war... Elektrogeneration durch Präkognition. Das deckt sich mit meinen Theorien. Das würde bedeuten, dass ich als Energiewesen nicht nur omnipotent wäre, sondern auch... Impotent. Omniszent. Ach so. Wenn mich doch nur endlich dieser Blitz treffen würde. Omni... und impotent und alles temp wäre irgendwas Gleiche. Ich kann es dir nicht versprechen. Irgendwas das Gleiche. Na gut, wir haben hier noch, geht zur Straße und das Schild, die Straßensperre. Was ist denn da hinten los? An diesem Screen gibt es eigentlich nur einen Hotspot und zwar die Kirche. Ich weiß noch, dass ich das damals für grenzwertig hielt, als ich beim Benutzer Harvey mit Kirche geschrieben habe, guck mal, Harvey, ein Haus mit einer Zipfelmütze. Und Harvey antwortet, da wohnt bestimmt ein Clown. Ich dachte so, oh, kannst du den machen? Mittlerweile bin ich da vielleicht ein bisschen abgestumpft. Ich weiß es nicht. Na gut, wie gesagt, machen wir das natürlich. Benutzen wir den guten Herrn aus der Theke mit der Kirche. Guck mal, Harvey, ein Haus mit Zipfelmütze. Da wohnt bestimmt ein Clown. Ja, das stimmt so. Muss man mal sehr gesagt haben. Herrn Blase. Und das ist endlich der Raum, in dem tatsächlich die verschollene und nachher aus dem Spiel genommene dritte HW-Fähigkeit Moonwalk zum Einsatz kommen sollte. Und zwar sollte Edna hier von dem Busch zum Lieferwagen schleichen, damit sie nicht von Blase erwischt wird und musste dazu Moonwalk lernen. Aber es hat hinten und vorne nicht hingehauen, also sowohl der Weg vom Busch zum Lieferwagen war halt nicht offen genug, also es passte von der Zeichnung nicht hin. Außerdem gab es hier überhaupt keinen Gegenstand, der sie quasi an diese Szene aus ihrer Kindheit erinnern konnte. Ja, deswegen habe ich es wohl hauptsächlich rausgelassen. In diesem Raum gibt es allerdings den Hotspot, der meine allerliebste Lieblingsreaktion beherbergt, und zwar bei Benutze Harvey mit Brückengeländer. Probier das doch mal einfach aus. Brückengeländer? Wo? Das gibt's gar nicht.
Das gibt's echt nicht. Können wir einfach nur mit ihm hier? Guck mal, Harvey. Die Blase wird einfach nicht leer. Er verfügt über echte Superkräfte. Okay, die Superkraft will ich nicht haben, ehrlich gesagt. Wir können rein. Ja, dieser Raum hat eigentlich auch mal wieder keine inhaltliche Relevanz. Ich fand aber einfach das Gefühl besonders spannend, dass Edna jetzt hier im Inneren dieses Lieferwagens, dieses Parkenden rumschleicht, während draußen halt der Fahrer gerade eine Pinkelpause macht. Einfach irgendwie ein spannendes Gefühl. Außerdem gab es sonst so wenig helle Räume in dem Kapitel. Muss wohl auch mal sein. Na gut, meine Freunde, wir können hier natürlich zur Seitentür gehen, was die auch immer macht. Keine Ahnung. Benutze mal die Seitentür. Abgeschlossen. Ah. Was? Oh. Wir schauen das Ganze mal an hier oben. Ein Erste-Hilfe-Kasten. Das Verfallsdatum ist weit überschritten. Das können wir benutzen. Ich brauche keine Hilfe. Niemals. Nehmen wir das jetzt? Nanu, der ist ja festgeschweißt. Was? Warum ist ein Erste-Hilfe-Kasten festgeschweißt? Die Farbe gefällt mir nicht. Na gut. Hey. Ach ja, das Armaturenbrett. Es funktioniert wie ein richtiges Armaturenbrett. Man kann am Lenkrad rütteln, man kann den Aschenbecher auf und zu machen, an der Lüftung spielen und man kann halt die Pedale treten und muss es auch teilweise, um halt den Gang rauszunehmen, Handbremse kann man lösen und so weiter. Am besten gefällt mir allerdings tatsächlich, dass man die Hupe drücken kann, obwohl das so eigentlich das Letzte ist, was der Spieler will. Man kann es ja trotzdem machen. Warum auch nicht? Okay, dann löse mal die Handbremse. Ich krieg den Gang nicht raus. Ich krieg den Gang nicht raus. Oha, das Auto beginnt zu rollen. War eigentlich logisch. Hey, was soll das? Stopp! Herrn Blase kommt vorbei mit offener Hose und einem Schrei. Achso, das ist da unten, oder was? Ah, jetzt das Brückengeländer. Jetzt schauen wir, was hier abgeht. Guck mal, Harvey, ein Brückengeländer. Eine gute Stelle für ein Abschleppseil. Och Mann, Harvey. Jetzt hast du das ganze Rätsel verraten. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, ich dachte, ich gebe mal einen Hinweis. Du bist so ein Trottel. Was soll denn das für ein Hinweis sein? Eine gute Stelle für ein Abschleppseil. Oh Mann, das ist doch kein Hinweis. Das ist die Lösung aus Posaunen. Sorry. Ja, ganz toll. Jetzt hast du dem Spieler den ganzen Spaß verdorben. Das zwischen den Screens hin und her gerenne, die sinnlose Herumprobiererei, das Pixelhunting und schließlich das Online-Gehen und in der Komplettlösung nachlesen. Böser Harvey. Haben wir einen Abschleppseil dabei? Natürlich wieder mal nicht. Okay, dann gehen wir halt weiter. Weitere Fahrzeuge, sogar die Polizei. Ich muss einen anderen Weg finden. Ja, wo haben wir jetzt ein Abschleppseil hier rumfliegen? Ein Seil gibt's hier nicht, das heißt, wir gehen mal wieder eine Runde zurück. Ein Seil? Bin ich doof oder doof? Haben wir unten irgendwie noch was? Ach, ein Kofferraum haben wir auch noch. Ein nicht nur besonders atmosphärischer Screen, sondern auch sehr aufwendig. Ich habe hier immerhin eine der größten Spezialanimationen für Edna verwurstet mit insgesamt unglaublichen 8 Frames. Außerdem diese schöne Hintergrundanimation. Dieser Wasserstrahl. Man kann nur hoffen, dass der Spieler diesen Raum zuerst betritt, bevor er die Quelle dieses Rinnsals auf dem Brückenscreen entdeckt. Das verdirbt so ein bisschen die Schönheit des ganzen Screens, nämlich. Okay, na gut. Wir werden natürlich, wie immer, ich glaube, das wird nicht so gut. Ist das nicht zu kalt zum Schwimmen?
Nö. Dann, Mann, du Dame vom Hause, geh zum Tippel zurück. Und wir können den Kofferraum öffnen, haben wir gerade vorhin erfahren. Bis rüber. Lea, bis auf ein Abschleppseil. Ach so. Ich nehme das Abschleppseil. Wir können das. Natürlich, klar, wenn wir jetzt schon... Harvey hat leider Gottes schon eine ganze verraten. Es tut mir wirklich leid, dass jetzt ein bisschen weniger Rätselraten machen müssen, aber wir haben uns das Abschleppseil mit allem drum und dran hier und dann können wir natürlich anschließen, Krippengeländer natürlich anmachen und dann wieder zurück. Jetzt kommen wir nämlich unten durch, ohne zu schwimmen. Das ist eigentlich das Ziel, dass wir da über den Fluss kommen und somit ein paar Sachen weniger haben machen müssen. Hallo, darf ich? Und, benutze Seil. Aber hier. Hui! Oh, das ging aber wirklich schnell. Kommen wir nochmal. Hui! Hui! Und wir sind bei der Mauer. Ja, für diesen Screen wurde eine Aktion geschrieben und aufgenommen. Für eine Item-Kombination, die niemals passieren kann. Und zwar benutze Abschleppseil mit Fluss. Das kann ja gar nicht passieren, weil man das Abschleppseil bereits an die Brücke gehängt haben muss, um sich rüber zu schwingen. Deswegen vollkommen sinnlos. Ich war offensichtlich sehr müde, als ich diesen Raum gescriptet habe. Aber besser zu viel als zu wenig, nicht wahr? Sehr interessant ist, dass die Reaktion ist, wir haben jetzt keine Zeit zum Angeln. Wir sind ja nicht in Azeroth. Was nochmal einen daran erinnert, dass tatsächlich Edna bricht aus nicht so alt ist wie World of Warcraft. Und bei der Gelegenheit erinnere ich mich gerne daran, dass mich Edna bricht aus tatsächlich von World of Warcraft gerettet hat. Weil als ich Edna bricht aus machte, hatte ich keine Zeit mehr dafür und habe es danach nie mehr angefangen, weil natürlich alle Leute an mir vorbeigelevelt haben. Aber ich drohte süchtig zu werden. Edna bricht aus hat mich quasi zweimal gerettet. Einmal von meinem Studium und einmal vor World of Warcraft. Oh. Danke, Edna. Ist doch gut. Müssen wir jetzt wirklich ein Abschleppseil mit einem Fluss kombinieren, was? Geht nicht, das Schloss ist zugerostet. Nanu? Das ist ja gar nicht abgeschlossen. Es ist einfach nur zugerostet. Können wir das... Wie stellst du dir das vor? Soll ich den Rost einfach abklopfen? Ja. Kann man das jetzt wirklich machen? Benutze. Okay, geht nicht. Heißt, wir probieren ein bisschen rum. Aber meine Freunde, ich sehe schon, die Zeit geht doch ein bisschen schneller voran als gedacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit Edna bricht aus.